Liebe Internetkicker, liebe Freunde der guten Unterhaltung, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Runde mit so wunderbaren Menschen wie Serendipity. Hallo ihr Lieben. Minjas, Akkarionsturz. Minjas, Serendipity, Minjas. Hallo Herr Fleischhammer. Und ich bin Herr Fleischhammer und das ist Seven Days to Die. Viel Spaß damit. Ja, willkommen in der neuen Aufnahmesession. Ihr seht, 17.11 Uhr, es wird knapp. Wir sind immer noch dran. Oh mein Gott, ich höre sie zischen. Echt? Wen hast du zischen? Wen hörst du zischen? Wen hörst du zischen? Zombies, ja, ich bin hier unten im Keller. Da zischen Zombies. Ich bin hier gerade den Gang entlang gelaufen, hab's zischen gehört, ja. Es könnte auch eine Gasleitung sein, die vielleicht gefängt ist. Ja, genau. Die machen immer genau. Ja, das die Gasleitung, das sind die ganz neuen Gasleitungen. Russisches Gas. Die machen gerne. Was wollte ich denn eigentlich im Keller? Ich wollte Stein holen, ne? Genau, und hat jemand noch? Also drinnen ist Dings 17:23, das wird nicht lang von der Zeit. Hier gibt es keinen Stein mehr. Na wieso? Das ist eine Höhle. Die besteht aus Stein. Ich wollte jetzt keinen Stein klopfen. Ich wollte nur Stein holen. Ich wollte jetzt auch holen. Nicht spitzfindig sein in meinen Äußerungen. Ja, ja, schon klar. So, wo ist noch Dings drin? Wo ist noch Beton? Zement ist oben in der linken Kiste. Oh, warte. Irgendwo, ja. Bevor ich hier reingehe und weiter ausgieße, mache ich jetzt erstmal hier oben diese Absperrung weiter. Dry Woodlock Spikes, die nehme ich nochmal mit. Tee noch geholt? Haben wir das irgendwie schon mal? Wir haben doch eigentlich genug Gravel hier in der Höhle. Ich könnte ja auch Gravel klopfen, ne? Das schreiben sie auch immer wieder in die Kommentare. Wir haben hier genug Gravel. Das, wenn ich den Stein umwandle, ja. Ja, genau. Ich habe so rundherum zugebaut hier die Absicherung nach oben, weißt du? Also, dass wir uns draufstellen können, nach unten schießen. Ups, ich wollte doch gar nicht schießen. Warum schießt er denn? Hallo? Hallo, Freund. Da war ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. So, gut. Alter, wie sie hier den Gravel rockt, ne? Hübsch. Oh, die Sonne geht unter. Ach, das ist schön. Ja, total toll. Und bei ich gucke mir das noch an, bevor ich sterbe. Ich habe hier gefühlte Einzelgeschaltung. Stirbst du? Wieso stirbst du? Ja. Achso, bevor ich sterbe. Ja. Einfach nur, weil ich... Achso, ich muss ja das Interface wieder einblenden, um wieder reinzukommen. Hallo? Jetzt. Muss ich erstmal die ganzen Türen wieder zumachen. Voll der Durchzug hier. Ja, unsere Idee ist, hier zwischen auch voll mit Spitzen aufzufüllen und dann in diesen Zwischengang zu gehen. Zumindest ist es eine Überlegung wert. Wahrscheinlich geht's schief und ihr schreit uns an, aber das ist uns egal. Wir müssen unsere eigene Erfahrung machen. Zementmold. Wieso sind denn Zementmolds hier alle hier oben? This is a good question, I think. But I cannot answer it. Wisst ihr, was ich richtig cool finde? Das sagst du jetzt. Waffen auseinander... Ja. Was? Was? Man hört dich nicht mehr. Was? Echt nicht? Nee. Hast du gesagt, was ich richtig cool finde, oder? Das war's. Das Waffenauseinanderbausystem, Mensch. Ah ja. Das hat auch jemand gesagt, da wurden wir angeschrien. Angeschrien oder angeschrieben? Angeschrien auch. Okay. Und zwar, dass wir die Waffen, wenn wir sie finden, auf jeden Fall auseinanderbauen sollten, um eventuell gute Teile rauszuholen, weil man im zusammengebauten Zustand nicht sieht, ob die gut sind. Ja, genau. Oder welche gut sind. Da kann auch eine genau. Irgendwie schlecht sein. Ich habe hier nämlich zum Beispiel gerade einen Receiver gefunden bei uns. Der war great und konnte aus meiner Good oder Fine Weapon konnte ich eine Great Weapon machen gerade. Wie soll das denn jetzt mit Stein? Soll ich jetzt nochmal Stein abbauen, Eva? Nee, wozu? Braucht man nicht. Wozu ist eine gute Frage? Hätte auch so, ich komme jetzt in den Keller. Unternehmen sollen. Damit die. Oh, mein Stein. Soll ich was mitbringen? Ich bin nach oben. Soll ich was mitbringen? Ja, das ganze Essen vielleicht sogar. In den Kisten, also, Kisten oder was? Ja, in den Kisten. Ach, übrigens, ich habe den Mais gefunden. Ich wollte es nur mal anmerken. Ja. Wahrscheinlich stand es in der letzten Folge schon in den Kommentaren. Serendipity, du doofe Kuh. Den Mais trägst du die ganze Zeit in deiner Tasche mit dir rum. Ich habe ihn in der Werbepause gefunden. In der Aufnahmepause. Und habe ihn auch gepflanzt. So.
Also ich wollte das nur mal loswerden. Also ich bringe das rohe Fleisch mit runter. Das war deine Intuition, oder? Das war mein, genau. Okay. Das war der Punkt, den ich, Ist hier irgendwo? Hier unten bei den... Bei den Dings. Bei dem Dings? Wo? Bist du in unserem Keller, oder? Ja, genau. Wir werden den Zwischenraum, wo wir noch braten können. Ja, direkt hinter diesem einen Dings ist ein... In dem Dings ist ein Dings. Ja, er läuft. Diesem Holzteil. Das Dings läuft. Ich komme jetzt in die große Höhle. Das ist eine gute Idee. Pass auf, hier ist ein Loch im Gang. Wo? Da. Was baust du ab? Hatten wir Mais Treppel. Irgendwie schon fertig, junge Frau? Den habe ich in der Tasche. Den fertigen Mais? Nee, den rohen Mais. Ja gut, also aber Maiskolben. Maiskolben. Ihr of Korn. Dann soll ich uns Vengeance machen? Ohr of Korn. Na gut, ich bring's runter. Ja, ach so, legst du in die... Hast du Steine in der Tasche? Richtig. Bist du schon über das Loch drüber? Weg. Ach ja, ist er schon. In die Holzkiste oder wo rein? In die Holzkiste ist noch Shit drin. Ich mach's also in die Holzkiste. Ich hab hier in der Höhle habe ich Einzelbildschaltung. Das ist ganz schrecklich. Ja, bei mir, also hält sich heute aktuell an Grenzen, aber beim letzten Mal war es ganz schlimm. Das ist tatsächlich. Also so, wieso gräbst du hier so weg? Ja, weil da Krebel war. Wenn du Steine in der Tasche hast, dann baust du zu. Ich habe gerade keinen Stein, ich muss welchen abbauen. Nee, wir haben auch irgendwo Dings hier. Woodframes, dann lass uns ja eine Brücke bauen oder so. Ja. Apropos Brücke bauen, das ist ja auch noch, ne? Das haben stimmt, wir auch noch auf der Liste, ja, aber wir machen erstmal die Hütte sicher, bevor erst wir die Brücke bauen. Sicher. Eins nach dem anderen, Jungs. Ist absolut richtig. Und das wollte ich auch gerade anmerken. Das ist okay. So, ich craft jetzt mal ein paar Woodframes und dann baue ich derweil hier Gravel ab. Oh Mann, ich brauche einen Bohrer, verdammt. Rein informativ, ich kriege gerade Unmengen an Wellness zurück. Und zwar, weil ich ein... Ich habe kurz vorher ein Dings gegessen, obwohl ich nicht krank war. Was ist ein Dings? Antibiotikum. Du kriegst Wellness wieder, weil du Antibiotikum gefressen hast. Das war ganz langsam, jetzt bin ich schon bei 55 und habe die letzte Folge gestartet mit 50, also... Mach ich jetzt auch mal so. Das ist eine gute Idee. Ich will auch Antibiotikum. Kann ich mir vorstellen. So, wie ich hier raus? Ist hier jemand von uns draußen? Hast du die Kartoffeln mitgenommen? Die Kartoffeln habe ich geerntet, ja. Wo sind die jetzt? In meiner Tasche. Mann! Was denn? Ich sag doch, du hast mich eben nach Mais gefragt. Und habe ich gesagt, der ist in meiner Tasche. Nach Kartoffeln hast du nicht gefragt. Ja, du musst echt und den Mais habe ich übrigens immer noch in meiner Tasche, ne? Ja. Ja. Okay. Kann mich auch irren. Das wird mein Fehler sein. Ja. Da bin ich mir fast sicher. Ja, Schatz. Ja, genau. Schatz, sind die geheimen Worte. Ganz genau. Ich werde jetzt wieder runterkommen. Bring mal Stein mit, wenn du welchen hast. Und keinen Stein mitbringen. Oh. Komm, das schaffst du. Achso, und... Die paar Meter. Ich habe auch übrigens Frame Drops, wenn ich mich hinknie. Geh mir das mal. Hallo? Ja. Ja, guten Tag. Doch. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Du hast Frame Drops, wenn du dich hinkniest. Was soll man dazu sagen? Bleib halt stehen. Reicht. Ja, reicht. Einfach nur. Weiß ich nicht. Okay, ich hab dich gehört, alles gut. Aber das machen doch Männer nicht. Männer schweigen das so wie beim WhatsApp schreiben. Die Frau schreibt einen ewig langen Text und du lübigst so, Kennt ihr das nicht? Ihr Männer, schreibt es in die Kommentare, ihr kennt das doch. Mach's doch nicht schlimmer als du. Nein, Frauen erwarten, dass man antwortet. Ich hab's ja auch richtig. 10 Mais, das ist eine ganze Ausbeute. Ja, du hast 10 Kartoffeln, 10 Mais, mehr kannst du eh nicht basteln. Kochen. Bastel dir wirklich. Ja. Bald. Ja, ich hab dich auch lieb, mein Freund. Bald ist es soweit. Komm, ich ganz. Nein, ich hab Schüssen. Ach, scheiße. Hier ist gerade ein riesen Travel-Vorkommen abgesackt. Ich hätte es dir gerne aufgefangen, aber du kriegst es in der Luft nicht aufgefangen, gell? Ist mir auch bei Tula und Wolves passiert. Mit eine Fackel an so ein Potassium Nitrate Wulst gemacht.
Also es ist wie so ein rausstehender Pickel gewesen. Und dadurch habe ich den komplette Wulst abgebaut. Liegt ja, dann wird es zerstört. In Alpha 12 wird es ja so sein, dass wenn du Sachen abbaust und die runterfallen, die am Boden liegen und zu was anderem werden. Aha. Aha. Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel Holz, Stein abbaust, ja, also Beton oder sowas abbaust. Dann, okay. Und der runterfällt, dann wird es so Destroyed Stone. So sah es zumindest aus. Ich habe Angst, dass ich mich gleich töte. Wie finde ich doof? Also ich habe hier jetzt noch eine Good Pistol für jemanden, der Interesse und damit umgehen kann. Ich kann nicht mit umgehen, die Frau kann mit Waffen umgehen. Ich habe damit nichts zu tun, ich treffe eh nie. War gegen die obere Kiste, Serendipity. Gott, er sagt mir, was war's. So, meine Stamina ist gestiegen. Ole, ole. Ole, ole, ole. So, wir haben die Nacht irgendwie ein bisschen sinnvoll rumgebracht, oder? Wie viel haben wir denn? Na, 2.24 Uhr. 2 Uhr, das ist 11 Minuten aufgenommen und nichts getan. Na, gut, in die rechte Kiste hast du es gelegt? In die obere? Nee, was? Was habe ich in die rechte? Ja. Ja, habe ich. Was oben denn? Oder wo? Ja, Wasser. Hä? Oh, normal Wasser. Scheiße, ist hier noch Wasser an? Nee, unten, Serendipity, unten. Im Keller? Ja. Ja, aber ich bin nicht im Keller. Ja, ja, das tut mir leid für dich. Aha. Aha. Und wo ist jetzt der Zement? Ich bin gerade am... Ach, du hast schon. Wie? Ich habe ja, 54 hab... Zement habe ich jetzt gemacht. Zementmix, da kommen Zombies. Ja. Komm runter. Komm runter und lass in Ruhe. Mach jetzt hier den Aufgang schöner. Sagte er zu der Frau. Nee, ist einfach, es macht keinen Sinn, mit denen zu kämpfen, wenn wir hier, weißt du? Nee. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Nein, wenn wir hier unten sind, haben wir doch mit denen nichts zu schaffen und wir haben da oben nichts auszubessern und so weiter. Ja, ich bin gerade gesenzt. Jetzt bin ich undetected. Gesenzt. Dann schleicht ihr runter. Mach ich. Sens. Schleich dich. Hier sind ja noch 14 Kartoffeln drin. Aha, okay. Da hinten ist doch eine riesen Eisenmenge in der Wand, oder? Sehe ich das falsch? Nee, hey, das wirst du schon richtig sehen. Bestimmt. Ich ganz bestimmt. Ja, Vinyas. Wir brauchen mehr irgendwie das zu verbrennen. Brennmaterial. Ja, Brennmaterial. Ja, Kohle. Ist ja nicht irgendwo ein Kohlevorkommen gewesen? Nee, ich hab ja einmal nicht. Kohle abgebaut. Ja. Da, wo ich eben Gravel abgebaut habe, ist meine ich Kohle. Okay, ich komme. Welche Türen höre ich denn da? Hier unten. Hier unten, wir haben gerade, oder ich habe gerade aufgemacht. Also, wo du im Loch im Boden hast, hast du Kohle drin, oder wie? Ja. Da ist, ja, glaube ich, rechts, beziehungsweise links Kohle. Ja, hast du das wieder zugeschüttet? Oder kommt das noch? Nee, die kommt ja hier vorne. Da, wo die. Ah, hier, du hast. Da, wo die, Was ist das hier oben? Ja. Das ist Kohle? Nee, das ist Eisen. Nee, das ist Eisen. Ich weiß das nicht, was gut. Das ist. Ich habe gesagt, vielleicht ist es Kohle. Ja, Jackie, ich kann dir Baumstämme geben. Ja. Also die Horde baut sich da gerade irgendwo durch. Ich höre so. Komm doch mal runter, ja, Frau. Nein, 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 oh mein Gott. Ich häng schon wieder im Boden. Oh, das ist hier echt eine doofe Stelle, ich sag's dir. Wir müssen das ausbessern, diese Stelle da vorne mit dem Durchgang. Da kommt eine Stahltür nochmal rein. Gib mir mal das Holz. Das Holz? Ja. Bitte, ja. Oh. Na gut, ich geb dir das Holz. Ich werde mich mal vorne um die Tür kümmern, während wir hier unten schmachten. Hat jemand noch einen Iron Bar einstecken? Welches Holz hast du mir gerade eben? Nein. Ich habe Holz, Holz eben. Auch, ich habe Holzplanken auf den Boden gelegt, also in Form von Stickies, wenn du so willst. Also sie sehen aus wie Stickies, Holzplanken. Habe ich 250 auf den Boden geworfen. Die sind weg. Hast du noch Eisen? Hast du nicht, gut. Ich baue da vorne jetzt eine Tür ein, das langt mir jetzt. Ich habe keinen Bock, bis wir ständig durch den Boden glitschen. Könnt ihr mal die Tür zumachen, wenn ihr hier wieder rausgeht? Ja, na klar. Sicher, überhaupt kein Problem. Im nächsten Mal. Mhm. Wahrscheinlich. Im nächsten Leben. Tipp, so. Tipp. Iron Bars.
weiter unten. 46. Und da war es aber auch keine Kohle, oder? Ich nehme jetzt den kompletten Eisen mit. Was denn? Was ist los? Ey, ich kann nur Luft anhalten. Ich bin in Wasser gekommen. Nee, alles gut. Nee, was ihr wollt jetzt? Schon wieder. Jetzt bin ich bei 56. Läuft. Nee, jetzt richtig vollpumpen mit. Krieg ich auch Antibiotika? Antibiotika. Einen ja, ist oben in der Kiste. Ja. In der Erdkiste. Muss das jetzt anzünden, Mann. Gib mir jetzt was zum Brennen, sonst knallt euch alle. Ich hab alles weggeworfen. Ich kann dir meine Woodframes geben, dann verbrenne halt die. Ich hole halt neue dann. Wir müssen doch Kohle irgendwo haben, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann dir ein paar Wooden Planks geben. Yes. Ah, hier. Wenn du die Antibiotika einwirfst, stand hier unten eben gerade, you are immune for further infections. Also wir haben, ja. Auch wenn du präventiv Antibiotika einwirfst. Ja, genau. Bist du geschützt? Hm? Oh, super. Quasi ein Verhütungsmittel. Ist hier irgendwo Kohle? Ist da oben in der Decke Kohle? Was ist denn das da oben, der riesen schwarze Klumpen? Eisen. Narkose? Da oben ist Eisen, ja. Ja, aber da bist du schon gestorben, da hab ich Angst. Korrekt. Wir lassen. Ja. Die Höhle ist, gefährlich. Also wenn wir das wegschlagen, bricht ja die Höhle ein. Ja, genau, das sollten wir lassen, ja. Ja, hier ist nichts zu holen, kohletechnisch. Wir sollten nochmal... Ein cooles Bild. Ein cooles Bild? Was ist ein cooles Bild? Kannst du mal eine Knarre in der Hand nehmen? Und stehen bleiben? Ja, Moment, mach ich. Ach so, in welcher Kiste war die Knarre für mich? Hab ich? Oh, geh mal einen Schritt zurück, einen ganz kleinen. Jetzt oh ja! Yeah. Ganz tief. Das ist geil. Was? Dankeschön. Okay, was machst du für ein... Er zielt auf mich. Ja, du guckst, wenn du dein Schatten ist hier in dem Supply, auf der Supply-Kiste richtig wundervoll drauf. Ach was, mach schön, ja? Ich mal dahin, guck ich mir mal an. Okay, weiß ich nicht wann. Ach ja, ja, jetzt so, stopp ein Stück zurück. Stopp, hier so. Ja. Und jetzt machen wir, genau, ein Stück vor. Nein, jetzt geht die Sonne auf oder weg. Nein, das ist weg. Ah, schade. Die Sonne ändert sich. Übrigens ist es Tag. Ich mache jetzt da oben den Eingang fein und, damit da niemand mehr durchglitscht. Mach die Tür hinter dir zu. Hast du die Knarre genommen? Ja, aber keine Munition. Ha. Ja, dann wo bist du denn? Bist du schon wieder weg? Ja, meine Knarre ist kaputt. Ich bin auf dem Weg nach oben. Ja, dann komm mal her und hol dir mal Munition. Ich muss jetzt die Zombies oben totschießen. Ja, ohne Munition ist wohl relativ schwierig. Ich habe noch den Crossbow in der Tasche. Genau, wie du immer wieder trotzdem eine Ausrede hast, anstatt wieder herzukommen. Und nee, ich habe keine Munition, doch neun Stück. Dann sind wir allein in der Höhle, das geht nicht. Na stimmt, dann geht's wieder... Labarababa. Genau. Diskussionen. Ja, dann wird uns wieder ein Verhältnis nachgesagt oder irgendwas in der Art. Da habe ich ja gar keine. Was heißt denn nachgesagt? Genau. Wer sagt denn sowas nach? Du dichtest uns wieder was an. Genau. Zack. Wieder ein Verhältnis an der Backe. Geh mal da weg, ich will erst. Nee, ich will erst mal hier durch. Wenn du durchglitschen willst, mach jetzt hier eine Tür rein. Mach dir hier den Boden jetzt weg und mach dann eine Tür. Wow, geht mir hier tief. Schlag hier eine Shotgun. Übrigens, habt ihr in Alpha 11.4 schon mal eine Shotgun in der Hand gehabt? Nein. Solltet ihr mal machen. Eine geile Geschichte. Sieht richtig cool aus. Weil? Die richtig cool aussieht. Weil? Die richtig cool aussieht. Nee, doch, das hat irgendwie so ein bisschen besseres Modell. Und lädt wundervoll nach. Achtung, meine Damen und Herren. Ach, du zeigst das jetzt gerade bei dir. Ah. So, jetzt brauche ich direkt hier erstmal Munition dafür. Jetzt oben hingeschmissen? Oh, schwierig. Die Frau killt schon oben. Ich höre sie killen. Naja. Ist nur ein Zombie. Loswerden. Entschuldigung. Aber ich schieße alles vorbei. Warum? Verdammt. Der Bogen hat keine gute Streuung. Ich hab mal Wildstrecksau. Ja. Oh, ich habe keine Woodplanks dabei. Das ist doch nicht wahr. Der hat sich ja komisch zusammengefaltet. Ja, die Zombies haben immer manchmal so... Verknoten sich so ein bisschen. Mhm. Wir müssen mal den Gang hübsch machen hier. Das sieht echt merkwürdig aus. Wir müssen mal aufwerten. Ah, da ist sie, die Horde. Ich habe sie. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um den Rand, dass ich das fertig aufwerte hier. Und dann hole ich Holz und dann haben wir einen neuen Tag und jetzt machen wir erstmal die Hütte fertig, oder?
So muck wie dat. So muck wie dat. So, wo ist hier was zum Schießen? Ach da. Der ist tot. Die ist hunted. Upsi. Upsi? Huch. Hat vorbeigeschossen. Huch. Oh, und ich habe ein Dingsbuch gefunden. Hier, ein Forgebuch. Wubuk. Endlich mal ein Forgebuch. Ja, geil. Haben wir schon lange nicht mehr. Meine Tasche ist voll, verdammt. So. Schade, dass man durch die Metallrahmen nur mit Waffen schießen kann. Ja. Ne? Macht jetzt nur semi-doll Sinn, ne? Semi-doll? Nein, verschieß mich schon. Ne, klar. Du hast mich schon verstanden, ne? So, da? Schnicksche. Kuschel. So, wo ist jetzt Ihre Dippidusch? Auf der anderen, auf der anderen Main-Seite. Echt jetzt? Ja. Da geh ich nicht hin. Ich seh dich. Die Leichen, die du mit dir ziehst. Mhm. Ach, hier hast du auch Leichen im Dings hinterlassen. Warte. Wo hab ich Leichen? So, ich warte hier. Warte doch bitte. Komm, sag mal. Alter. Ja, ich komm doch. Craft im Moment, so. Hälfte, hier. Mhm, warte. Nimmt hast du eingesammelt? Nee, nimmt er nicht. Oh nein. Jetzt hat er. Oh. Ach, warte, noch was. Ich hab keinen Platz mehr, was denn? Schuhe hab ich noch. Ich hab ein Vegetables du in der Tasche. Naja, komm mal, da geht nichts über ein richtiges Hirsch. Ja, warte, Moment, ich esse es gerade. Ach man, Fleisch, wenn es sein muss, Moment. Ich kann nicht essen, ich bin nicht hungrig, verdammt. Nimm es jetzt. Ja, Moment, hier. Moment. Ja, Moment. Stress mich nicht. Ich hätte Hunger. Krieg ich auch. Ich hab's, danke. Nein, du nicht. Nein. So, was ist denn mit der Stadt, die wir hier haben? Die ist doch leer. Was ist denn? Kannst du zu mir kommen? Ich hab auch Hunger. Na klar, Mia. Ich bring dir was. Herzlich gerne. Ah, dieser Nip, die bringt mir. Das hätte schon wieder ins Auge gehen können. Kannst du meine Hand halten? Ich hätte gerne einen Screenshot davon, wie du mir was zu essen bringst. Ich will das nur festhalten. Das ist mein Ernst. Ja. Mach schnell. Ich will weiterarbeiten. Ach ja. Meine Dame. Hier, nimm mal das noch, Minjas. Warte, lass mich jetzt wirklich von allen Seiten. Ich krieg jetzt alles gesagt. You are not hungry. Los. Du bist nicht Ungar. Ich bin nicht Ungar, genau. Minjas, sammel ein. Hast du jetzt? Okay, hab ich. Ja, wird schon passen. Danke, jetzt habe ich ganz viel. Jetzt habe ich deins auch noch. Ja, siehst du mal. So sind wir zu dir. Ja. Wieso kann ich nicht aufnehmen? 22 Minuten waren das, und, waren das zwei verschiedene Sachen? Ja. Ja. Nein! Was ist los? Nix, Spitzen. Was noch sonst? Nicht setzen, ich bin noch nicht. Na gut, da kannst du. Da ist doch schon. Da kannst du, aber hier nicht weiter. So, und da kannst du dann auch. Wir sind übrigens bei 22 Minuten, meine Damen und Herren. Und ich möchte gerne hier jetzt abmoderieren. Wir sind übrigens schon bei 23 Minuten Zeit für uns dann zu gehen. Tu dir bei euch nochmal will. Heißt das abschalten. Wir wollten nicht. Und seid ihr immer noch da? Codewort mal wieder. Codewort. Codewort. Ach so, abschalten. Stimmt. Nee, nicht abschalten. Nachher denken die doch, die wollen uns abschalten. Das ist doch scheiße. Ach so, stimmt ja. Wir sollten. Ich bin für Schrotflinte, weil ich eine wundervolle Schrotflinte in der Hand habe. Bitte Codewort Schrotflinte in die Kommentare schreiben. Das wäre schön. Damit wir wissen, dass ihr auch aufgepasst habt. Also das ist der Hintergrund. Mit was werde ich nochmal? Mit Scrap Metal werde ich. Es war mir ein sehr großes Vergnügen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen hoch da und bei mir vielleicht einen Abonnent. Und bei Serendipity noch einen Abonnenten. Und dann sind wir auch glücklich. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Macht's gut, tschüss.